Hallo Daniel. Hallo Dennis, wir stehen in der Schatzkammer voller Diebe. Wir sind ja selbst Diebe Ja. und wir haben jetzt herausgefunden, wir müssen irgendwo anders hin. Okay, warte mal, aber jetzt checke ich erst, dass A Thief's End, also der Name des Spiels ja gar nicht heißen muss, dass Das. Nathan stirbt oder so. Nein, sondern das Das. Sam. Upsala. Nee, aber auch einfach das Ende der Diebe, also das hier sind ja Diebe sozusagen geendet, also Und hier gibt es noch wahrscheinlich. mehr und mehr Diebe. Nee, das war nichts. Du hast gehofft, dass die Kette schwingt oder so, ne? Ja. War aber nicht so. Spoiler-Alarm war nicht so. Also es geht im gesamten Spiel um Diebe und nicht nur Nate ist ein Dieb sozusagen. Guck mal, was du da für geile Fußspuren hinterlässt in dem Staub. Das ist natürlich nice. Auf dem Schrank. Wie cool das ist technisch. Mann, Ja, super. super. So, wie kommen wir denn jetzt? Nee, dann geht's auch nicht weiter. War eine gute Idee. Ja, aber Aber war. Sam hat vorhin irgendwas vom Kletterhaken gemeint. Vielleicht meinte er, dass Wo du ist er denn dann. hin? Weiß ich nicht. Da hinten. Ah. Kannst ihn ja nochmal fragen. Ah, Ah, hier guck. muss man was bewegen. Guck, Okay, bereit? brauch Hilfe. So viel zum Thema, dass es jetzt eine Kletterfolge wird. Es wird eine Schiebefolge. Es wird eine Schiebefolge. Ah! Woher wusste er das? Er hat das geschätzt, weil. Ah! Wie viel Power? Die hat er sich wahrscheinlich im Gym des Des Knast. Gefängnisses, ja. Das Madagaskar-Kino, nee, das war nicht Madagaskar, wo waren das? Das war in War das in. Mittelamerika oder so, ne? Nichts wie Hunger? Panama, Panama war es, genau. Panama im Ach, die haben die Gefängnis, ja. Panama Papers gemacht. Ja, genau. Bei Panama Papers muss ich immer an irgendeine spezielle Art von Zigarettenpapierchen denken. Ich weiß auch nicht warum. Die aus Panama Ach, wo wollen kommen. wir es denn dann hinschwingen? Weiß ich noch Daraus? nicht. Ich denke mal, wir wollen grob da vorne hin. Weil ich glaube, die Idee ist ja, dass du. Ja, ist jetzt schwierig. Oh, mir wird schwindelig, hör auf. Ich glaube, wir wollen da an, in der Kette. Versuch mal, dich zur anderen Kette zu schwingen. Ja, sagt er ja auch gerade. Weil ich mich zu blöde angestellt habe. Ist doch aber nett an dem Spiel, dass er einem immer hilft. Ich Aber mag kann das man ja, da das hoch? ist. Oder nee, ich glaube Da du nicht. kannst, immer wenn er so greift, dann kannst du dich irgendwo festhalten. Ich denke mal an den Bilderrahmen kannst du dich festhalten. Jetzt, genau. Guck mal da war Holz. Da war Holz vor der Hütten. So, jetzt Kann ich. da hoch. Verzeihung. Siehst du Bilderrahmen? Kletterst den Leuten im Gesicht rum. Sorry, Condit. Jetzt hier nochmal. Was? Baldridge. Tue ich das? Sorry. So. Sorry, Mr. Baldridge. Ist der verwandt mit Baldwin, Alec und Steven und den ganzen Baldwin-Brüdern? Wo kommt mir das so bekannt vor? Was? Baldwin. Von den Baldwin-Brüdern, den Schauspielern. Ah. Es sind doch fünf Brüder, die alle Schauspieler sind. Wovon ich jetzt nur Steven und Alec so Und kenne. nun, ach stimmt, wir wollen auf diesen To. Ich hätte mal gesagt, wir klettern da jetzt irgendwie hoch, ne? Guck mal, Stimmt. mach das doch mal. Das sollte doch möglich sein. Also doch eine Kletterfolge. Ja. Sehr gut. Davon war doch auszugehen. Oh, sieht doch nett aus. Hier rechts ist eine Treppe, ne? Du kannst. Nee, nicht Hey, links. Da geht's runter, du willst hoch. ich wollte mal ganz kurz gucken. Ach so. Ja, da ist aber nichts. Sam guckt mal unterm Tisch, ob sich da einer versteckt. Vielleicht ist da einer der Piraten, der hockt da doch, weißt du? Der wartet. Der wartet, der hat Als sich versteckt. Zombie-Pirat. Ja, wie bei Stimmt, am Pirates of Ende the gab es noch Caribbean. alles einen Fluch und dann sind doch die ganzen Piratenkapitäne im großen Showdown, musste einen nach dem anderen ausschalten. Showdown. Wo schaust du runter? So, wo müssen wir denn jetzt Ich hab's ja hoch? gesagt. Hier So. außen rum irgendwie. Klappt's hier außenrum? Nee, 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 ich nee, glaube, wir können nee. einfach hier hoch. Versuch doch mal innen vielleicht einfach auf die Säule, auf die umgestürzte hier oder was. Und dann Zack. geht das schon. So. Schön auf. Da ist L3, da sollst du dir irgendwas angucken. Also, ja, okay, ach so. Ah. Da. Siehst du den Turm? Klar. Diesen Turm? Auf dem wir sind. Dachte ich auch gerade. Also, ich sehe ihn. Aber können wir jetzt nicht einfach hier. Ah. Cool. So. Läuft. Und jetzt kannst du dich swingen. Denn du bist ja ein alter Swinger. Au. Bei dir sieht das immer so aus, als würde das sehr wehtun, was du da mit Nate machst. Ja, das ist Deswegen Absicht. A Thief's End, weißt du, weil du Nate einfach so grün und blau geschlagen hast. Macht es hier gerade Sinn, was ich Ja, tue? na guck mal, vielleicht kannst du dann dich da oben wieder festhalten, weißt du, so ein Ah, hier. bisschen. Und der macht es gleich ganz anders. Genau, hier So. kannst du doch bestimmt auch irgendwie hochklettern. Und wetten, dieser Turm stürzt ein. Okay, wollte nur sicher gehen, dass du dich abgeschossen
Es kann gut sein, ja. Es ist ein bisschen wie bei einem Call of Duty, wenn du in den Hubschrauber steigst, wo du auch schon weißt, ich werde nicht landen mit diesem Hubschrauber. Weil in keinem Call of Duty. Nee, es ist noch nie ein Hubschrauber gelandet. Die können das gar nicht, glaube ich. Die sind nicht dafür gebaut. Das sind einmal Fahrzeuge, die fliegen und dann stürzen sie ab. Und explodieren natürlich. Und hier ist das genauso mit irgendwelchen hohen Türmen und Gebäuden. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden. Hey, bringst du mich da hoch? Claro. Wedelst du ihm gerade ein, oder was? Der holländische Ruderer. Der holländische Ruderer. So, wie soll ich ihn jetzt da hochbringen? Weiß ich nicht. Ach so. Vielleicht hier irgendwie mit. Gibt's hier eine Dreieckstaste? Nee. Es soll nicht. Du bist auch schon angenervt. Ja, ja, sein kleiner Bruder ist immer so ein bisschen Stulle, ne? Das kennt er schon. Ich weiß nicht. Was wedelst du damit? Ich weiß auch nicht. Ach, du wedelst. Da, guck mal, da oben ist das Dreieck. Ah. Es gibt doch eine Dreieckstaste. Ich musste gucken, wo es hingeht. Ja. Also. Man sollte immer die Augen offen haben und wissen, wo es lang geht. So, jetzt schiebt er dir gleich, vorsichtig immer weg, der schiebt dir gleich die Kiste auf den Kopf. Danke dafür. Da ist der Schatz. Ja, da war er. Hat er überhaupt mal die Kiste geguckt? Vielleicht war der voller Goldmünzen. Vielleicht hätte das so gereicht. So schwer, wie es war. Und hier ist noch der nächste Goldschatz. Ja, die Kiste ist sogar aus Gold. So viel Geld hatten die. Oh, wahrscheinlich, wenn es, das würde jetzt schon Millionen kosten. Ja, wahrscheinlich könnten die jetzt schon ordentlich Kohle haben und sich für immer. Oh, New Devon ist da drüben. Da drüben? Was für ein Ausblick. Ich sehe es ja noch nicht. Da drüben ist New Devon. Auf der anderen Flussseite. Also es gab die Reichenstadt und die Armenstadt. Die Reichen zu beklagen. Aua! Das haben die auch gemacht. Ja, ich weiß. Es ist schon okay. Hey, ist da unten ein Weg? Wo ein Wille ist. Boah. Ist da ein Weg? Ich weiß nicht, ob da ein Weg ist. Kannst du nochmal den Ausblick? Achso, natürlich. Naja, wir haben ihn ja nochmal. Ich wollte nochmal ein bisschen hier. Weil der ist ja schon hübsch hier, ne? Also so schön gestaltet, die Insel. Boah, ist das groß. Die Stadt, ey. Da hinten sind wir reingekommen. Guck mal, siehst du das da in der Mitte? Ganz am Anfang. Unter den Baumkuppen da. Und dann haben wir uns da so durchgerätselt und geklettert. Durchgeschossen. Krass. Und auch überall da. Also ganz schön, hat sich ganz schön irgendwas verschoben. Also wahrscheinlich Landrutschung irgendwie. Weil es ja alles so ein bisschen. Das haben die abgerutscht. Gewusst, das waren Ingenieure, ja. Die Piraten. Oh, hier ist es auch schön. Mhm. Was für ein Blick. Und jetzt hier fallen lassen, oder was? Ja. Au! Alter. Was für eine Überraschung. Soll ich mich jetzt hier auch fallen lassen? Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Also doch nicht fallen das lassen. War vielleicht nicht richtig. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber scheiße. Also. Vielleicht jetzt irgendwie hier rechts kannst du hin. Guck. Die haben dir da den Weg gesprengt. Jetzt voll fett weggescriptet, Alter. Da kann man wieso hab ich dir, ich hab dir gesagt, dieser Turm bleibt nicht stehen. ich weiß nicht, ich hab das nicht geglaubt. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich dachte, du kannst da bestimmt irgendwo einfach gegenüber runterspringen. Kannst du da nicht runterspringen? Wahrscheinlich sollte es eine ganz flotte Sequenz sein, ne? Ja, ja, du bist irgendwie so undynamisch. Du kannst immer noch hier genau gegenüber. Das war, glaube ich, nicht so gerade so. Ah, das sind aber schöne Sequenzen, die machen Spaß. Ja. Da kannst du dich ja schon mal auf Call of Duty freuen, da hast du nur so eine Sequenz, ne? Da ist das ganze Spiel so eine Dauersequenz. Richtig, aber das ist dann für ein paar Stunden auch ganz cool. Wahrscheinlich geht sie gleich was richtig in die Luft. Ja, ja. Alter. Fuck. Oh, wow. Ja, das was lieben wir. Und L1. Wo muss ich den? Ich weiß es nicht. Alter! Ich will trotzdem. Kletter das Seil hoch. L1, kletter hoch. Achso. Du musst hochklettern, wirklich? Ja, hat Sam gerade gesagt. You have to listen to him. Ich war jetzt emotional so aufgewühlt. Das kann ich verstehen. Jetzt kletter. Oh Gott. Liegt hier der Turm? Ja, der liegt hier. Das ist jetzt eine Brücke. Das ist jetzt eine Turmbrücke. Weil der Turm besteht aus. Oh, das ist aber schön gemacht. Das macht mich sehr glücklich, diese Szene. Ich glaube nicht über das Fenster laufen. Weil der Turm besteht nämlich aus einem einzigen langen Stahlträger, sodass alles zusammengehalten hat. Vor allem Stahl. Der ist die Truhe ist hier noch immer hier. Das ist ein Schrank. Lauf.
Und jetzt bist du so glücklich, dass du endlich wieder eine Sequenz haben kannst, wo geschossen wird. Au. Und ist er tot. Und ist er tot. Nein, nein. Nein. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Hier. Du konntest da irgendwas machen mit drei. Oh. Ich hab schon irgendwas gemacht. Ich glaube. Alter, was passiert hier? Ich glaube, ich muss hier unten lang. Das ist mir gerade alles zu viel. Au. Das musst du, ne? Jump! Oh, fuck. Und aufwärts, und aufwärts, und aufwärts, und hoch, und hoch. In der Hoffnung, dass Sam noch lebt, ne? Oh, es geht und geht's wieder runter. Wir sehen ihn ja gar nicht mehr. Und nach genau, schwingen und springen. Springtime. Springtime so, for Hitler in Germany. Aber jetzt, wenn jetzt Sam weg ist, müssen wir den Schatz nicht mit ihm teilen. Sam Fischer. Der alte Sneaky Baron. Ja, ist praktisch, dann kriegen wir 400 Millionen. Von nichts, weil wir verdammt nochmal den Schatz nicht finden. Partout nicht finden. Wir rennen jetzt hier schon seit 10 Stunden durch die Pampa. Oh, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Wer ist die Janine oder so? Oh, jetzt ist. Ah, die ist leider hardcoreiger als wir, ne? Hey, Nadine. Nadine. Au, okay, Mango, Mango. Mango. Das ist mein Safe Word. Das ist mein Safe Word. Wenn ich in Form bin. Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Mhm. Schade, dass wir Gegner sind. Das können wir jetzt ändern. Mhm. Können wir noch ändern. Wir können knutschen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lass uns doch mal. 2-1. Mhm. Oh, jetzt. Uh-oh. Und jetzt Bossfight. Jetzt ja. Wird geprügelt. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Warum nicht? Wir sind zu zweit. An sich ist sie auch eine Liebe. Naja, voll die krasse Söldner-Tussi. Wahrscheinlich in Afrika selber schon 100 Leute umgebracht hat. Wir wissen, dass sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Wahrscheinlich kommt noch gleich Rafe. Die Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh yeah, Bossfight. Fight, Tag Team. Aber ich mag sie gar nicht umbringen. Nee, umbringen nicht, aber hau dir wenigstens mal eine rein. Du musst sie nicht umbringen, du musst sie nur loswerden. Sie hat sogar noch genug Energie, um zu reden beim Hauen. Ja. Sie ist echt krasser als wir. Au. Das ist sie doch nur ein kleines Mädchen. Mann, mach sie kaputt. Lass dich von einer Frau verprügeln, oder was? Was ist für ein Weichwurst? Au. Au. Und Klettersequenz, sehr gut. Du schaffst es selbst noch, mitten im Kampf eine Klettersequenz zu finden. Du bist echt... Eine geskriptete Klettersequenz. Nice. Und jetzt kann ich von oben jetzt hier so ein bestimmt so Dropkick machen. Wenn du es schaffst, bevor Sam tot ist. Du kannst dich darüber schwingen. So, und jetzt von oben. Warte, wo ist er denn? Ah, da. Bam! Hammer gut. Klettersequenz. Hammer gut. Ich möchte sie eigentlich nicht umbringen. Darum geht's doch auch nicht. Da ist die Pistole. Bring sie um! Nein! Bring sie um! Sie ist eine fiese Söldnerin. Sie tötet ständig Leute. Töte sie! Sam, erschieß sie! Oder schieß sie in die Beine. Ist doch egal. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Oh nein! Jeder von uns... So eine Situation ist blöd. ...beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, ist doch egal, was mit Nadine passiert. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwenden? Oh nein, jetzt wird Sam ein Fehler beginnen. Wieso Fehler? Er ist doch kaltblütiger Mörder. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Anders als Nate, der schon 400 Leute erschossen hat, wie im Spiel. Meinst du? So? Jetzt erschießt er Nadine. Die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Rafe! Schon gut. Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin!
Und jetzt bringt er sich einfach um. Ja. Okay, schon gut. Was hindert die jetzt daran, keine die beiden Sorge zu erschießen? Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Oh, jetzt gibt's hier Ärger im Paradies. Ärger im Paradies. Die beiden Lieblinge. Sahne, Sahne, Sahne. Bist du okay? Nein, die gehören zusammen. Du wusstest, dass dieser Moment kommt. Hm? Nein. Hey! Die gehören nicht zusammen. Komm schon mal an. Du hast uns doch in der Hand, entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns kooperieren. Ein Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh. Ja, an Raves Stelle wäre ich jetzt auch ein bisschen sauer so. Also oh, ich kann ihn verstehen. Ich höre. Okay, ein bisschen. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Und 200 ja. Millionen. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nein. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow. Wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. Oh, also hat er ihm die Geschichte ich nur... Ich hab Samuel rausgeholt. Oh, okay, oh. Also war das alles... Hm? Alles Quatsch. Oh. Oh. Nate hat seine Frau verloren, hm? Wegen so einer scheiß Lüge seines Bruders. Was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen? Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Ich genieße das hier gerade. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake ein Experte für Avery am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor. Also haben wir eine Fake gespielt vorhin. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem zweiten Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Twist. Aber warum mussten wir das Dismas-Kreuz dann auf der Auktion stehlen, wenn Rafe es auch einfach hätte kaufen... Achso, weil er das Geld nicht ausgeben wollte. Ich habe mein Leben für dich aufgegeben. Rafe hat es ja auch einfach kaufen können. Also bei der Auktion. Aber er hatte wahrscheinlich keinen Bock, das Geld auszugeben. Ja, gut. Hey, hör zu. Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich... Ach so, das, also da hat er ihn schon betrogen. Okay, das war nicht aber, mehr Teil des Plans. Du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern. Wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Oh. Oh, oh, oh. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe. Du brauchst uns. Ich brauche einen von euch. Ja, du hast recht. Einen. Zur Hälfte. Hm. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Und ab jetzt spielen wir alleine weiter, ne? Gerade voll den Stein in die Fresse gekriegt. Ich denke, wir haben ein neues Kapitel. Möglich. Und Sam ist zumindest schwer verletzt. Vielleicht tot. Oh mein Gott. Nate. Ach, wie kommt die denn dahin? Hey, Nate. Das müsst ihr mir jetzt aber genau erklären. Hatte er einen Peilsender in der Hosentasche? Wie hat sie ihn mitten im Wald da auf dieser scheiß Insel gefunden? Sie hat extra Boxershorts für ihn gemacht. Mit Peilsender. Mit Peilsender, ja. Tja. Oh, guck mal, ganz weit zurückliegend. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ach, das war die Sachen der Mutter oder was, die sie darauf klauen wollten. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Das ist jetzt überraschend. Jetzt kommt noch mal ein Kapitel in ihrer Kindheit, wo sie da einbrechen. Oh, das gefällt mir. Und da wären wir. Die Drake. Alles klar. Und ja. Das ist der Schnitt? Das ist der Schnitt, genau. Machen wir ein Päuschen nächstes Mal. Brothers Drake.
klauen wir die Sachen unserer Eltern zurück, die irgendwie wahrscheinlich versteigert wurden. Und oder was auch die immer. Übernimmt. Genau. The other die. Bis dann, Leute. Ciao.